Für uns war es ähnlich. Wir sind in die Kabine gekommen und wir haben das mehr oder weniger aus der Presse erfahren, jetzt ich. Aber ich denke, dazu können wir, oder das war eine Vereinsentscheidung oder wie auch immer. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass der Furt das jetzt übernommen hat. Dass wir da uns jetzt auch auf den Samstag konzentrieren, dass wir da in der Woche voll mitziehen. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir hatten richtig gute Trainingseinheiten gehabt. Ich denke, auch wir als Mannschaft waren konzentriert und haben uns auf die eine Sache, also Samstag das Spiel, konzentriert. Und ich denke, das soll auch das Primäre sein, dass wir uns darauf konzentrieren. Ja, ich denke nicht, dass es jetzt gerade in dem Moment, ich denke, dass wir auch letzte Woche dran geglaubt haben und auch vor 2 Wochen gegen Stuttgart. Wir werden auf jeden Fall gut, jetzt in Osnabrück war es nicht so gut gelaufen. Daheim gegen Stuttgart, finde ich, haben wir es gut gemacht, haben wenig zugelassen, haben die Chancen gehabt, haben leider kein Glück gehabt, dass die Tore nicht reingegangen sind. Jetzt zu Hause müssen wir wieder ähnlich auftreten. Noch mehr Selbstvertrauen, noch mehr Selbstbewusstsein, eine Einstellung dazu finden. Ich denke, der Spaß jetzt auch gerade für jeden Einzelnen so ein bisschen. Es gibt nicht mehr viele Spiele, wo man dann sagen kann, jetzt muss, aber ich denke, jetzt zählt es absolut. Haching ist absolut machbar. Wenn wir uns gut präsentieren, dann glaube ich auch absolut, dass wir das Spiel gewinnen können. Ja, ich denke, wenn wir jetzt gerade nach vorne spielen wollen, vorne Präsenz zeigen wollen, denke ich, dass es nicht falsch ist, mit zwei Stürmern zu spielen. Schön unter Druck, dass ich dann zwei Spiele. Oder? Im Endeffekt ist es eine Trainerentscheidung. Aber ich glaube, sowohl Stefan, Thomas, auch ich, wir haben alle drei Erfahrungen, haben Tore schon gemacht und können alle drei im Ball halten, können auch in die Tiefe starten. Wie gesagt, die Erfahrung ist da und ich denke, so schlecht wäre es nicht. Aber im Endeffekt, wie gesagt, entscheidet der Trainer. Danke. Das war jetzt wirklich.